Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich mal einen Klickkugelschreiber drechseln und da habe ich auch hier schon den Bausatz und da werde ich dir alle Schritte zeigen, die man benötigt, um sich einen Stift herzustellen. Ich habe hier den Penblank, den ich für diesen Stift benutzen möchte und als erstes hole ich mir jetzt hier mal die Messinghülsen aus diesem Bausatz raus. Den Rest lasse ich bewusst noch drin, damit ich den nicht verliere, denn damit müssen wir als erstes mal anfangen. Es kann immer vorkommen, dass man drechselt und das Holz fliegt von der Hülse ab, da sind Ersatzhülsen immer sinnvoll. Denn dann könnt ihr diesen Bausatz immer noch fertig machen. Ich schneide den Penblank hier in meiner kleinen Vorrichtung zu. Das ist einfach sowas wie ein Schiebeschlitten für die Bandsäge. Das hat den Vorteil, dass es nicht wie an der Kreissäge, dass dann das Teil, nachdem wir es zurückziehen, wegfliegen kann. Ist einfach ein bisschen sicherer. Ich stelle mir einfach anhand von der Hülse die Breite ein, wie wir die Klötze schneiden müssen. Und gebe da immer so ein bisschen Überschuss drauf, damit wir das später planfräsen können. Und dann ist es immer noch so eine Sache, die ist ganz praktisch. Wenn ihr euch markiert, wie ihr das Teil schneidet, dann seht ihr hier den Maserverlauf und den will man im Idealfall aufrechterhalten und da könnt ihr euch einfach über eine Markierung drauf machen, wie zum Beispiel das Bunddreieck, ungefähr da, wo ihr es dann schneiden werdet und könnt dann später das Teil passend drechseln und dann auch natürlich passend zusammenbauen. Wenn ihr die Hülsen bohren möchtet, und ihr das nicht aus der Anleitung rausgelesen habt, könnt ihr euch auch einfach einen Messschieber schnappen und messt den Durchmesser. Das ist in diesem Fall knapp 8 mm, aber da ist dann hier in diesem Fall ein 8 mm Bohrer perfekt. Wobei man hier dazu sagen muss, je nachdem was für ein Material ihr benutzt und wie genau die Maschinen sind, die ihr benutzt, dass es da natürlich dann Abweichungen geben kann, wenn ihr das Ganze bohrt. Bei Holz ist es relativ entspannt, wenn ihr das an der Säulenbohrmaschine drechselt. Wenn das an der Säulenbohrmaschine bohrt, da sind die Löcher dann auch im Normalfall so groß wie der Bohrer. Aber ich zeige euch mal eine Kleinigkeit. Ich habe bei meiner Tischbohrmaschine festgestellt, wenn ich sehr, sehr lange Löcher bohre, habe ich hier ein bisschen Spiel. Das bedeutet, dieses Spiel merke ich dann auch in dem Bohrerloch. Und wenn ihr dann noch exotischere Materialien bearbeitet, wie zum Beispiel ganz, ganz extrem hartes Holz oder wie zum Beispiel Acrylrohlinge oder, da gibt es viele verschiedene Materialien, kann das variieren. Also muss man das ein bisschen aus Material anpassen. Auf meinem YouTube-Kanal habe ich in den vergangenen Drechselvideos speziell zu den Themen Stiften öfters gezeigt, wie ich es an der Tischbohrmaschine bohre. Heute zeige ich mal, wie ich es an der Drechselbank bohre. Dazu müssen wir die Drechselbank erstmal einrichten, damit wir die passenden Werkzeuge auch parat haben. Und diese MK2-Stiftemantel kann man einfach austreiben. Und dann stattdessen brauchen wir hier ein Spannfutter. Ich benutze in diesem Fall auch speziellere Backen, die sind sehr, sehr fein. Damit könnt ihr halt eben diese langen Stücke sehr gut einspannen. Es gibt eine Kleinigkeit, die man beachten sollte, denn diese Spannfutter hier, die variieren ja natürlich. Und auf jeden Fall solltet ihr hier dieses Holzstück nicht ganz pressbar hinten anlegen, denn dann seht ihr einfach nicht, wenn ihr mit dem Bohrer durch seid. Ihr solltet hier so ein bisschen Luft lassen. Warum sollte man das so tun? Denn wenn ihr dann einfach das Stück durchbohrt und euer Spannfutter ist so gebaut, dass hier hinten keine Luft ist, so ist das nämlich bei mir in dem Fall, dann bohrt er halt ins Futter rein und das kann nicht gut sein. Das spannen wir jetzt fest. Ich drehe es einmal kurz, um zu sehen, ob es auch passend eingespannt ist. Das ist der Fall. Jetzt können wir schon bohren. Wie ich schon gesagt habe, brauchen wir in dem Fall einen 8er Bohrer. Den habe ich mir jetzt hier eingespannt und das Teil können wir jetzt einfach bohren. Scheiße, jetzt eiert er da wie Sau, Alter. Als nächstes wollen wir hier diese Hülsen einkleben. Da ist ein wichtiger Schritt definitiv das Anschleifen. Denn damit könnt ihr halt eben einfach die Oberfläche so gestalten, dass der Kleber viel besser drauf haftet. Als Kleber benutze ich übrigens Sekundenkleber. Damit habe ich in den vergangenen Stiften, darunter zählt nämlich auch zum Beispiel hier dieser schöne Füller, sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Das haben wir jetzt fertig vorgeschliffen. Ich hole euch mal ein bisschen zurück. Und ich habe mir jetzt mittlerweile so eine Technik angewöhnt. Also als erstes sollt ihr schauen, ob die Hülse auch einfach reingeht, denn sonst habt ihr ein kleines Problem, wenn ihr schon Kleber drauf habt und das eben nicht der Fall ist. Dann könnte es unter Umständen halt eben vorkommen, dass das Teil hier schon so fest ist, dass ihr es ab diesem Punkt, komm schon, nicht mehr reinbekommt. Also schaut einfach einmal kurz nach. Als nächstes setze ich die Hülse ein ganz klein wenig mit der Spitze vorne rein. Dann hole ich mir hier meinen Sekundenkleber und da gebe ich relativ viel Material tatsächlich drauf. Und bei mir in dem Fall kann es auch auf den Boden tropfen, das spielt keine Rolle. Und diese Hülse drücke ich dann einfach hier rein und lasse das Teil dann einfach ohne Aktivator trocknen. So, als kleine Info, es gibt ja Aktivator für Sekundenkleber, der
verursacht quasi einfach nur ein schnelleres Trocknen oder ein schnelleres Aushärten von diesem Sekundenkleber. Ich habe da jetzt speziell bei diesen Stiften nicht so mega gute Erfahrungen mitgemacht, denn das bildet dann eine relativ unfeine Oberfläche, denn wenn ihr viel Sekundenkleber gerade auf den Stirnseiten habt, dann fängt das deutsche Blasen an zu erstellen und ich lasse es eben komplett ohne Aktivator trocknen. Da habe ich für mich bessere Ergebnisse festgestellt. Unsere Penblanks hatten jetzt genügend Zeit zum Trocknen und diese Stirnseiten hier müssen wir jetzt erstmal noch bearbeiten, damit dann später die Bausätze problemlos hier drauf gepresst werden können. Ich habe hier meine Vorrichtung und da werde ich dann diese Penblanks einspannen. Da kann ich sie einfach besser bearbeiten. Und um diese Stirnseite hier plan zu fräsen bzw. plan zu machen, gibt es hier dieses nette Werkzeug. Das ist eine Bohrahle bzw. Planfräser. Und da gibt es nur eine wichtige Sache zu beachten. Also es gibt ein paar Sachen zu beachten. Die erste ist halt natürlich, dass man den passenden Durchmesser aussuchen muss. Da gibt es verschiedene. Für diesen Bausatz benutzt man dann halt eben zum Beispiel hier diese Bohrahle. Da gibt es aber auch ein eigenes Video zu diesem Bausatz. Und auf jeden Fall kann man hier halt eben die passenden Durchmesser einfach dann auswählen. Eine weitere wichtige Sache ist das Festziehen. Hier ist nur eine ganz, ganz kleine Madenschraube drin, die ist auch vollkommen ausreichend, nur ist die halt eben so klein, dass man die nicht extrem fest anziehen darf. Die ist einfach auch nur dafür gedacht, dass hier oben sich dieses Teil nicht durchdrehen kann. Hier ist eine kleine Flachstelle am Material und dann schraubt er einfach das Teil ein bisschen fest, dreht es ein bisschen und wenn sie es nicht mehr dreht, könnt ihr dem Ganzen ein bisschen Anzug geben, damit das Teil halt eben fest ist. Dann spannen wir das in den Akkuschrauber ein. Wichtig, macht das am besten im Akkuschrauber, nicht in der Standbohrmaschine. Wenn ihr das Ganze hier nämlich schief einspannen solltet, drückt ihr trotzdem hier rein und dann kann es unter Umständen passieren, dass ihr die Hülse innen drin wieder rausreißt. Als nächstes holt ihr einfach den Akkuschrauber mit einem langsamen Gang. So, das passt. Und das machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Als nächstes wollen wir das Teil hier auf der Mandrill aufspannen und dafür brauchen wir natürlich die passenden Distanzhülsen, damit wir das Ding hier einfach festspannen können. Die passen dann hier so rein. Dann holen wir uns das Holz, schieben das auf, dann die mittlere Distanzhülse, dann das letzte Stück Holz und dann nochmal eine Distanzhülse. Ich denke, ihr seht ja, um was es mir hier geht. Die schlackern so und durch die Distanzhülsen passiert das halt eben nicht mehr. Dann hier auf der Seite noch eine Distanzhülse und dann können wir es schon festspannen. Als nächstes können wir die Maschine einschalten und ich mache zunächst mal die Holzteile rund, weil die sind ja derzeit noch eckig. Und dafür benutze ich hier so eine Schalenröhre. Nachdem das Material, was man nicht benötigt, weg ist, hole ich mir den Meißel und kann damit dann die Oberfläche fertig bearbeiten. Nachdem das erledigt ist, hole ich mir hier meine Schleifscheiben und schleife das Ganze bis zur Körnung 600. Kleine Information noch am Rande, so ab der Körnung 180 hole ich mir das Schleifpapier und schleife dann wirklich auch mit dem Maserverlauf, damit das Oberflächenbild noch besser wird. Nachdem der Stift jetzt fertig gedrechselt ist, hole ich mir einfach hier das Wachsfinish. Nur ein kleines bisschen und trage das an der laufenden Maschine auf. Nachdem überall dann genug Wachs drauf ist, drücke ich einmal ein bisschen fester drauf, damit es schmilzt und besser einziehen kann. Danach können wir alles ausspannen. Fertig zusammenbauen. Ich lege mir ganz gerne das gerade gedrechselte Teil hier daneben. Im Idealfall in der richtigen Reihenfolge. So.
So, das lege ich mir ganz gerne hierher. So, wo ist der Bausatz? Wo ist der Bausatz? Wo ist der Bausatz? Scheiße, Alter, jetzt finde ich das nicht mehr. Jetzt fangen wir an, das Teil zusammenzubauen. Und ich fange mit dem Schwierigsten an, also das Teil, wo es am meisten Rückfragen gab. Und da brauchen wir als Erstes hier dieses kleine Tütchen. Da sind drei Kunststoffteile und zwei Federn drin. Wie bauen wir das zusammen? Eigentlich ganz einfach. Wir brauchen als Erstes hier dieses Teil. Da gibt es eine Sache zu beachten. Und zwar gibt es hier oben nämlich eine Öffnung. Die hat keinen Kranz. Und hier ist eine Öffnung, die hat einen innenliegenden Kranz. Könnt ihr euch einfach so vorstellen, dass hier dieses Teil gleich so durchgesetzt wird und dann hier oben dieser Drücker drauf kommt. Dann ist es logisch, dass der Kranz oben sitzen muss, dass wir einfach sowas wie eine Sperre haben. Dieses Kunststoffteil setzen wir genau so rum ein. Das können wir hier reindrücken, auch ohne Presse. Normalerweise. Komm schon, mein Freund. So, man muss einmal den richtigen Winkel haben und dann schieben wir das erstmal rein. So viel dazu. Als Nächstes brauchen wir dann hier dieses Teil. Und das pressen wir jetzt ebenfalls von oben ein. Das müssen wir auch einpressen. So, das Teil ist drin. Schaut hier am besten, dass sich hier oben der Clip nicht dreht, weil sonst müsst ihr noch ein bisschen nachpressen. Jetzt ist es so, dass wir ja mit der Drückermechanik quasi immer hier innen drin die Drückermechanik nach unten drücken. Die will ja natürlich dann auch nach unten drücken. Was verhindert das? Dieses Teil verhindert es. Jetzt ist es so, dass wir eben dieses Teil plan gefräst haben. Und normalerweise müsste man hier ganz, ganz zartes Teil planfräsen, dass man die Messinghülse nicht kürzt. Ich habe mir es mittlerweile so angewöhnt, dass ich dann lieber ein bisschen beherzter rangehe und dann später hier dieses Teil kürze, damit das dann auch hier noch reinpasst. Im Endeffekt bedeutet das so viel, dass ich mir einen Messschieber hole und messe mal innen auf den Kranz, wie viel Platz wir da noch haben. Ich habe in diesem Fall 11,7 mm. Jetzt kann ich das hier mit diesem Bauteil vergleichen und sehe, okay, mit den 11,7 mm, da habe ich ein bisschen wenig Platz. Da muss ich hier diesen Kranz ein bisschen runterschleifen. Wenn ihr das Ganze an einem Kantenschleifer schleift, könnt ihr euch als Hilfe so einen Dorn holen. Dann könnt ihr den nämlich hier einspannen und könnt das Teil richtig gut fassen. Dann einfach mal kurz zwischenmessen, ob das schon reicht. Wenn das reicht, können wir es einbauen. Als Nächstes können wir jetzt nämlich dieses Teil holen und können das ebenfalls einpressen. Aber wieder hier reinlegen. Zack. So, das obere Teil ist jetzt fast schon fertig. Wir müssen aber noch ein paar Dinge machen, damit das komplett fertig verbaut ist. Als Nächstes holen wir uns hier dieses Kunststoffteil, das Teil mit dem Gewinde, und schmeißen das einfach hier rein. Als Nächstes habe ich einen kleinen Trick für alle. Holt euch jetzt einfach die Tintenpatrone, steckt die leicht hinten rein. Da seht ihr auch schon, dass hier oben das Gewinde rausschaut. Dann kommt hier die Feder, die kommt oben rein. Und danach brauchen wir dann hier diesen Kopf. Und den schrauben wir hier drauf. Denn jetzt funktioniert nämlich schon diese Drückermechanik. Das dritte Kunststoffteil, das ist das mit dem langen Zapfen und mit diesem Schlitz obendrein, kommt ebenfalls hier rein. Und das können wir jetzt erstmal wieder weglegen, das brauchen wir gleich erst wieder. Und die Feder, die in dieser Tüte war, brauchen wir auch erst gleich wieder. Als Nächstes können wir uns um das untere Teil kümmern. Und hier können wir dann unten die Spitze reinsetzen. Immer schön aufpassen, dass die sich beim Verpressen nicht rumdreht. So, dieses Teil ist jetzt ebenfalls drin. Und jetzt verpressen wir hier die beiden Teile miteinander. Als Nächstes können wir mal die Mine reinmachen, aber da müssen wir gleich noch etwas tun. Macht einfach mal hier vorne diesen Bubble weg. Das ist, um die Patrone zu schützen, also vom Austrocknen zu schützen. Und jetzt kommt hier vorne die Feder drauf. Das ist jetzt wie beim normalen Stift. Wenn ihr das andere Teil eben vergessen habt reinzusetzen, dieses Kunststoffteil, das ist kein Problem, das könnt ihr jetzt ebenfalls noch reinsetzen. Und jetzt können wir die Patrone reinsetzen. Und können das jetzt festschrauben. So, schauen, ob es funktioniert.
Der Klickmechanismus funktioniert. Aber die Tintenpatrone steht vor ein Stück raus. Das bedeutet, man schreibt jetzt trotzdem, auch wenn der Stift eigentlich nicht mehr schreiben dürfte. Das kann man aber auch beheben. Schaut euch einfach an, wie lange das Stück hier vorne rausschaut. Dann öffnen wir den Stift wieder, holen die Feder ab, holen die Mine raus und holen hinten diese schwarze Kappe raus und können dann hier vorne ein Stück von der Mine abschneiden. Danach die Kappe einfach wieder aufsetzen. Und fertig. Jetzt schreibt er nicht mehr, wenn er eingeklappt ist. Und lässt sich aber trotzdem noch schön rausklappen. Im Eifer des Gefechts habe ich nicht gesagt, dass man den Faserverlauf beachten sollte. Deswegen ist der jetzt bei mir verdreht, ist ein bisschen ärgerlich, ist jetzt aber auch nicht so mega schlimm. Bekommt man es noch gedreht? Und einmal bekommt es nicht mehr wirklich gedreht. Na, ist zu fest verpresst. Wenn ihr das ganze zu Hause nachmacht oder euch auch einen Stift selbst baut, schaut dann einfach, dass hier der Farbverlauf vom Holz, dass der einfach übereinstimmt und nicht so einen dusseligen Fehler macht wie ich und den halt eben verdreht zusammenbaut. Ansonsten soll es da schon mit dem Erklärbau-Video von diesem Stift sein. Es gibt von diesem Stift ein paar verschiedene Varianten, das bedeutet verschiedene Farben, die auch sehr, sehr edel und schick sind. Und damit habt ihr auf jeden Fall mal ein super Geschenk für das nächste Geburtstagskind. Oder Weihnachtskind. Oder ich bin jetzt fertig. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und sag bis zum nächsten Video. Tschüss.